Ja, ist ja schon am Laden. Das Intro ist so episch. Ich liebe es. Lädt aber lange. Naja, was willst du machen? Ne? Musst du durch jetzt durch. Der Let's Play Park. Im Übrigen, da ist vorhin noch eine Folge rausgekommen, die habe ich ein bisschen verbummelt. Die wollte ich euch eigentlich heute Mittag schon raushauen. Die ist jetzt vorhin noch rausgekommen. Das heißt, es kann sein, dass wenn ihr Folge 3 als letztes gesehen habt, ja, und jetzt hier im Stream zuschaut, da fehlt eine Folge. Die ist aber online, ja. Das heißt, die könnt ihr entweder nachgucken. Was ist denn hier los? Habe ich denn da alles? Das kennt ihr doch gar nicht. Den kenne ich. Den auch. Kumpels! Der Ralfinger, Mensch! Ralfinger hat nichts hochgeladen. Ralfinger, ey. Weißt du? Hab ich überhaupt? Ich habe auch nichts hochgeladen. Kraxel? Hat auch nichts hochgeladen. So schaut er aus, aber viel kleiner. Ja? Ist gut. Alles klar, wir fangen an. Let's Play Park! Was? Geh jetzt schlafen! Nee! Ich geh nicht schlafen! Ich fang doch gerade erst an! Muss morgen früh aufstehen. Ja, das ist allerdings wahr. Dafür habe ich eine Dose mit die Energie, ja? Die ihr nicht sehen könnt, weil sie durchsichtig, unsichtbar ist. Das ist der Powerstoff, ja? Hast du für neue YouTuber-Tipps? Oh, massig. Aber da baue ich was. Da bastel ich gerade noch an was rum, ja? Aber das ist noch... Ich habe mega viele Tipps, weil ich unglaublich viele Fehler gemacht habe. Und das will ich euch natürlich dann auch weitergeben, wenn es dann soweit ist. Hier haben wir unseren verwunschenen Park gebaut. Der gefällt mir aber noch nicht. Schaut mal her. Mega, oder? Das ist der verwunschene Park. Hier mit so ein bisschen Nebel. War das so? Leider, ich habe das immer noch nicht ganz rausgefunden, wie das funktioniert. Da brauche ich eure Hilfe nochmal. Die Magic-Dose! Energy Drinks sind tödlich. Das ist kein Energiedrink. Das ist ja ein Powerstoffdrink. Getränk. Weiß nicht. Kommt heute auch RimWorld? Nö. Heute bauen wir einfach nur mal einen Park. Ein bisschen Park bauen. So, jetzt warte mal ganz kurz. Ich muss noch mal ganz kurz hier Einstellungen anschauen. Er hat ihn noch nicht gemacht, ich weiß. So, Parkmusik ist klar. Einstellungen ist klar. Benutzeroberfläche ist auch klar. Textgröße interessiert mich alles nicht. Grafik interessiert mich vielleicht. Kamera vielleicht auch nicht so. Shit. Ich versuche immer noch rauszufinden, wie ich den Tag-Nacht-Zyklus so einstelle, dass der nachts nicht aufhört. Weißt du, wie ich meine? Mehrfachauswahl, Terrainwege, okay. Vielleicht in der Parkverwaltung. Gucken wir uns da mal rein. Attraktion? Nö, nö. Forschung. Nachts forschen. 500 im Monat. Ihr spinnt doch. Na gut. Wir können nochmal eine Forschung starten, und zwar Achterbahn. Waghalsige Beschleunigung. Nein, du hast mir zu viel. Ich bin doch fast pleite, Mensch. Das kann man doch nicht so machen. Wir bräuchten, genau, das bräuchten wir, und zwar Street Fox Coffee. Wir brauchen mal Kaffee. 200 im Monat. Das lassen wir mal etwa 30 Tage. Das lassen wir mal laufen. Auf die Zeit klicken. I do it, but nothing happened. Im Park liegt viel Erbrochenes rum. Echt? Okay, das ist unsere neue Attraktion. Wir haben den Park des Erbrochenen. Ich würde sagen, das ist gut. Oder auch nicht. Wo ist ein Erbrochenes? Lass mal gucken. Werden hier hingekübelt, Freunde. Haltet euch mal ein bisschen, reißt euch mal am Riemen. Kann ja nicht sein. Der verwunschene Park, da müssen wir noch was machen. Das gefällt mir noch nicht so. Das gefällt mir noch nicht so. Wo ist denn hier was rumerbrochen? Wahrscheinlich hinten. Das, Achtung, es liegt viel Erbrochenes rum. Das ist es. Ich hab's gefunden. Hallo, Alex! Hier wandelt unser... Hey, ja. Er ist cool drauf, den mag ich. Können wir den befördern? Checken wir mal. Azubi-Stufe. Er ist aber sau zufrieden mit dem. Verdient auch ein bisschen was. Aber ist immer noch Azubi. Nächste Personalstufe ist fähig. Erhöhte Produktivität. Machen wir noch nicht. Du isst gerade. Na gut, okay, ich sag ja schon nichts. Hier oben könnte man noch Lightshow drauf machen.
Light Show. Okay. Pyro. Machen wir so Pyrotechnik. Ne, warte mal. Mittleres Feuer. Richtig episches Feuer. Nein, das ist nicht gut. So. Yay, Feuer. Alle lieben Feuer. Ambiente. Ne, das ist nicht cool. Warte mal. Da gab es doch diese Mega-Dinger hier. Lass doch mal diese Mega-Dinger. So, jetzt warte mal, lass mal gucken. Wir haben doch Beleuchtung noch irgendwo. Ich will mal so eine Lightshow machen. Das ist so richtig mit Licht und so. Und so in die Höhe. In die Höhe, hat er gesagt. So, warte. Das machen wir mal folgendermaßen. So. Komm. Nein, mehr. Und drehen und drehen und Rauch mehr drehen. Und so, Lightshow. Farbe. In... Rot. Richtig schönes Rot. Warte mal kurz. Richtig schönes Rot, habe ich gesagt. So, okay, du Blitz. Machen wir das so. Naja, das bringt uns so weiter nicht weiter. Und, naja, gut, okay, das bringt uns auch nicht weiter. So, machen wir das so und dann nochmal so. Okay. So, jetzt haben wir hier zweimal rote Lampen. Rote Lampen. Bühne bauen mit Feuereffekt. Ja, du kannst alles bauen im Prinzip. Im Prinzip ist alles möglich. So, jetzt haben wir hier rote Lampen drauf. Ob uns die mal irgendwann was bringen, ich weiß es ja nicht. Aber das muss man hier auch noch ein bisschen anpassen. Ja, ich habe mir heute überlegt, man könnte ja eigentlich heute mal ein bisschen Planet Coaster streamen. Einfach weil es cool ist. Einfach weil es cool ist, weil es Spaß macht und weil es, weil es 1000 Möglichkeiten gibt, was man hier machen könnte. Wieder erbrochen ist. Ich glaube, wir müssen uns was überlegen. Und zwar, pass auf, wir brauchen mehr Mülleimer. Habe ich so das Gefühl, wir brauchen mehr Müll. Sci-Fi-Mülltonne. Nee, brauchen wir nicht. Wir machen das so. Hier kommt eine Mülltonne her. Und hier nochmal eine. So, Doppelmülltonne. Und wir brauchen hier noch... Was ist das denn? Okay, alles klar. Wir brauchen hier nochmal mehr Beleuchtung generell. Ich finde die Lampen ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, noch momentan. Weil außer so ein bisschen Fackeln und so ein Gedönse kannst du eigentlich noch nicht viel machen hier. Aber das finden wir auch noch. Was ist das? Ja, das ist eine doofe Lampe. Das will ich nicht. Ich mag solche Lampen nicht. So, machen wir hier mal... Laternenkette. Ja, die ist auch cool. Die gefällt mir generell auch schon ganz gut. Hier könnte man natürlich so Laterne nochmal irgendwie so zwischen den Bäumen verlegen. Das wäre auch eine Maßnahme. Machen wir aber hier noch nicht so. Ich hätte ganz gerne hier noch... gefällt mir nicht. Was ist hier? Das würde zum Ambiente passen. 1000 Möglichkeiten sind übertrieben. Was? Das kann doch gar nicht sein. Wird das online kommen? Na, aber hallo. Klar, so wie alles. Lad doch eh alles hoch. Oh, Idee. Idee. Ich habe eine Idee. So, haben wir hier Feuer. Okay, jetzt müssen wir natürlich noch die Wand hier ein bisschen verballern. So. Machen wir hier auch wieder Efeu ran. Kriegt man das so halbwegs schön hin? Müssen wir noch ein bisschen anpassen. Dann müssen wir es nochmal ein bisschen anpassen. Ich weiß, das ist recht viel Gefummel momentan. Aber ich bin doch der Fummelkönig. Was? Das Bug-Using? Das stimmt überhaupt gar nicht. Das könnte man jetzt behaupten. Vielleicht. Oder auch nicht. So. Okay, jetzt gucken wir noch hier ein bisschen. Ah, da kommen wir schon in Schwulitäten. So, jetzt so vielleicht ein bisschen. So, okay. Nehmen wir uns da ein und duplizieren das einfach mal. Den müssen wir auch noch ein bisschen anpassen. Das gefällt mir alles nicht so ganz. Weißt du, wenn das hier so ein bisschen... Das muss ein bisschen hübscher sein. Auch hier unten vielleicht.
Damit das nicht so abgehackt wirkt. Wisst ihr, wie ich meine? Da ist es. Weil da haben wir nämlich schon ein bisschen was. Gebäudestatistik ist mir wurscht. So. Darf auch gerne ein bisschen unsymmetrischer sein. Finde ich okay. Finde ich okay. Liebe zum Detail. Was? Detail? So, okay. Aber das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Ich will das nicht einfach so laufen lassen, sondern das muss cooler werden. Das muss geil werden. Hier machen wir auf jeden Fall noch so ein Gerät her. Reicht mir auf der Seite tatsächlich. Hier kommt noch so ein Buchs her. Einfach damit es hier noch ein bisschen was ist. So ein Bärenbusch. Machen wir hier einen her. Und dann brauchen wir noch eine Platz mit dem Baum, die so schön hat geprickelt. So, warte. Nee, der ist nicht cool. Gestrüpp? Nee, Gestrüpp passt hier nicht. Großer Busch, kleiner Busch. It's all about the Busch. So, okay. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Mach schon wieder hier nur Zeugs. Weißt du, 1000 Sachen gefunden. Schaut alles toll aus, aber passt irgendwie nicht. Das ist nicht das, was ich eigentlich hier vorhatte. Warte mal kurz. Ich suche meinen Bus. Bisschen groß geraten, das Gerät. Ich suche eigentlich was ganz anderes. Ich weiß, ich könnte es auch eingeben. Alles machen wir. Goldgrube! Juhu! Achievement! Alle lieben Achievements! So, aber das ist immer noch nicht das, was ich wissen wollte. Da, das habe ich gesucht. Die ganze Zeit schon. Ist zwar giftig, so ein ne? Aber es ist egal. So, bauen wir jetzt hier. So, gefällt mir gleich viel besser. Jetzt machen wir hier Folgendes. Das wird jetzt hier, weil es halt echt so eine saublöde Ecke ist einfach. Das muss ich mal ganz kurz hier anpassen. So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter rein. Noch ein bisschen rauf. So. Noch ein bisschen rauf. Wir machen, es gibt hier keine Hausfassaden, ja, sondern es gibt hier nur schöne Ecken. So. Très chic. Okay. Achievement Party! Liebe für die Mods! Na, aber hallo. Alle lieben die Mods. Na, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das kannst du nicht machen. Ich finde das schön so. Schau her. So kann man das eigentlich machen, oder? So mit so einem bisschen Regen. So, unser einsames Piratennest. Immer noch einsam. Ist nicht besser geworden. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Dass wir hier mal so ein bisschen... Ne, mit Steinen noch nicht so. Ganz viel Liebe! Hast du schon einen Premium Pass? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Tatsächlich nicht. Ich habe ihn noch nicht drin. So, machen wir hier nochmal so ein bisschen was davon hier. So eine Palme. So. So, kleines Palmenhain. So.
Kann man den... Oh, das wäre eine Idee. Ich weiß nicht, gibt es so einen Baum, der so aussieht? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es ja gar nicht. Na, okay. Das kriegen wir so nicht hin, dass es nicht extrem selten dämlich aussieht. Macht aber nichts. Ne? Kriegen wir schon irgendwie. So, eines Tages kann ich das so gut, dass es besser gar nicht geht. Vielleicht. So, jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Grill. Eine Sitzbank muss hier noch her. Für unseren einsamen Piraten. Der hat sich hier so eine Sitzbank aus einem Baum rausgezimmert, aus einem Toten. So, damit er am Feuer sitzen kann. Weil ansonsten sitzt der ja hier auf dem Sand, das geht ja gar nicht. Forschung ansehen. Yes! Warte. Yay! Street Fox Coffee. Park speichern? Ja. Okay. So, neue Forschung starten. Ich hätte gerne noch einen Burgerladen. Machen wir auch gleich hinterher. Kostet uns ein bisschen was, aber das können wir uns leisten. Einer ist unzufrieden. Der ist unzufrieden. Der ist schon fähig und hat aber immer noch keinen Bock mehr. Ich könnte mehr Geld gebrauchen. Ich sollte wirklich kündigen. Das tust du nicht, denn du kriegst mehr Kohle. Und er will immer noch mehr Geld. Obwohl er schon Profi ist. Warte mal, da stellen wir noch einen ein, falls wir den rauswerfen müssen. Damit wir gleich einen auf Vorrat haben. So. Dem. Hängt da rum. Geht zur Mülltonne. Alles klar. Kumpels. So. Das bringt dich auf die Beine. So, pass auf. Also, unser einsamer Pirat hier. Unser einsamer Pirat. Der war hier einfach, der sitzt hier immer so ein bisschen rum, ja, und muss natürlich auch mal gucken, was so alles los ist bei ihm. Jetzt brauche ich mal ganz kurz, ich brauche mal ein bisschen aus der Deckung schießender Bandit. Das ist nicht okay. Ah, warte mal, der hat so eine Lampe noch. Bogenzielstand? Nee. Der hat hier so eine Lampe noch. Muss ich gleich nochmal hinbauen. Ah ne, das brauchen wir. Nein, noch nicht. Frachtkiste. Goldene Schatztruhe. Die hat, na wohl, die schaut ein bisschen zu overpowered hier aus. Captain, wir sinken. Ein bisschen arg groß, dieses Gerät, Mensch. Oh, das ist ja cool. Der Dornenbusch. Ja, wenn das nicht für unseren verwunschenen Wald ist, ich weiß ja auch nicht. Das müssen wir uns merken. Oh, das ist ja cool. Wo hatten sie das versteckt? Holzfass. Da lagert unser Bandit. Lagert hier seinen Rum drin. Ja. Das ist das Rumlager, das hier steht. Ein Hexenhaus, ich werd verrückt. Unser verwunschener Wald, was hätte da alles werden können? So. Immer noch der Narr, ich finde ihn am besten. Super, 1A. So. Wir brauchen noch ein bisschen... Das passt alles noch nicht ganz. Ein Lagerplatz wäre auch cool gewesen. Für unseren armen, furchtlosen Piraten. Wäre cool gewesen. Piratenanimation! Ja, wir bauen da noch so einen Piraten hin, der so ein bisschen in der Gegend rumballert. Hey, Kumpel! Eine Milchkanne, ja klar. Piratenausguck. Oh, das ist cool. Das ist ja mega. Warte. Der muss ein bisschen tiefer stehen. Aber die Schuhe müssen noch rausgucken. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Der Pirat schaut so in diese Richtung.
Vielleicht ist es auch nicht einer, vielleicht sind es auch mehrere, die sich hier... Piratenmunition. Oh ja, Piratenmunition, ich liebe Piratenmunition. Der hat da hier so gebunkert, weißt du? Seine Kugeln und so Zeugs, das ist hier so sein Eck. Kann ich eine neue Bahn bauen? Ja, das kommt heute noch. Ja, glaub mir, wir haben noch ein bisschen Zeit heute. Aber momentan, wir probieren hier rum. Radioaktives Becken hat der Pirat auch dabei. Ja, hat er nicht dabei. Aber einen riesengroßen Geschützturm. Nein, auch nicht. Okay. Schießender Bogenschütze. Alles klar, da kannst du richtig was nach... Eine Schatztruhe. Ja, wenn unser Pirat eins hat, dann ist es wohl eine Schatztruhe. Die lagert er hier auch noch. Mit der ist er hier gestrandet. Da weiß er auch noch nicht so genau, was er damit anfangen soll. Die hat er halt einfach. Jetzt kommen wir langsam der Sache hier näher. Und er ist gestrandet am Schädelfelsen. Nein, ist er nicht. Das Schädelfelsen ist einfach zu groß. Eine Seilrolle. Ja, unser Pirat hat eine Seilrolle auf jeden Fall dabei. Um seinen Rum weiterhin zu verbringen. Mal kurz. Achso, das kann man ja eigentlich. Eigentlich könnte man da. Das könnte man natürlich jetzt auch folgendermaßen machen. Nur mal ganz kurz gucken. Das muss man jetzt im Detail machen. Das ist jetzt Detailarbeit. Das ist nicht notwendig eigentlich, dass wir das so genau machen. Aber ich mag das jetzt eigentlich ehrlich gesagt so genau machen. So. Der hat hier so ein Seil an dem Fass dran, damit er es dann wieder wegbringt, irgendwann, eines Tages. Ja, also so ein bisschen dran. Das passt schon. So. Warte mal, Suchbegriff. Pirat. Wütender, schießender Pirat. Er dreht komplett durch. Ballert hier rum. So. Der eine guckt, der andere schießt. Linke Flanke. Und der schießt ja aus der Deckung. Die ballern hier rum, die Schweinebären. Der schützt nämlich seinen Rum. Ja, der versteht nämlich bei Rum keinen Spaß mehr. Ist nämlich genau seins, das Zeug. Ja, der steht da voll drauf. Da lädt er nach und dann. Bäm. Kanonen! Kanonen! Wir brauchen Kanonen! Warte mal. Mal kurz eingeben. Kanonen! Da! Nee, eine Kanone. So, warte. Boah, geil! Die hat er so ein bisschen da positioniert hier. Zwischen den Palmen. Die ballern hier so zwischen den Palmen durch. So. Unser Pirateneck ist jetzt mittlerweile richtig gut geworden. Schaut euch das mal an, wie cool unser Pirateneck aussieht. Rum, rum, rum. Rum, die Dumm. Jetzt, aber eine Sache fehlt noch. Eine Sache fehlt noch. Wie sind die denn abgelandet, ja? Die sind mit einem fliegenden Holländer, sind die hier in dem See reingekracht. Und haben, haben natürlich auch ihr Schiff hier gelassen, ja? Das ist hier abgeschmiert. Und, sind etwas glücklos, also, ja, die haben nicht viel Glück gehabt, die Jungs, ne? Also, man muss das so sehen, die armen Schweine, die hängen halt hier so wirklich ein bisschen rum, ja? Und haben halt echt einfach nur Pech gehabt mit ihrem Bötchen. Ja, das ist hier zerschellt, quasi. Jetzt müssen wir mal gucken, das müssen wir mal so ein bisschen, das ist hier ein bisschen verbogen. Das ist hier so, hängt da so ein bisschen rum. So, pass auf, das ist hier so ein bisschen und dann ist das so weiter abgedriftet nach unten. Ja, das ist so ein bisschen abgedriftet und hängt hier unten noch fest. Ich weiß, das sieht man jetzt von oben nicht so gut. Es ist in Dunkelheit, sieht es keiner. Müssten wir natürlich jetzt eigentlich, weil wir Füchse sind, ja, müssen wir das eigentlich beleuchten, das Ding. Und zwar bauen wir mal hier so ein Lichtchen rein. Ja, sieht natürlich von der Seite kein Mensch. Zerschellt durch den Krakenangriff. Ihr versteht mich, meine Lieben. Ihr versteht mich einfach.
Der Krakenangriff, das ist auch noch so ein Ding. So, warte mal, das hängt jetzt so ein bisschen in der Luft. Das machen wir nicht. Das wird hier beleuchtet, aber noch nicht so, sondern das ist hier, hat ja so einzelne Lampen draufstehen, die das einfach mal so ein bisschen beleuchten. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir das so hinbekommen, dass das hier auch cool aussieht. So, hier sind auch nochmal eine Lampe. Das beleuchtet hier unten so ein bisschen das Wrack dann auch. Und hier ganz aus der Tiefe, das ist das Seeungeheuer, das hier unten in diesem Loch wohnt, hat das zerschellen lassen, das Ding. Und das ist, steht für das pure Böse im Prinzip. Das pure Böse, das hier unten eben im Nirvana haust. Ein bisschen noch höher gehen, okay. Ah, das war nix. So, und das pure Böse wird natürlich hier rot dargestellt. Mal gucken, ob ich das von der... Ja, das muss noch ein bisschen weiter nach vorne. So, mal gucken, wie das in der Nacht wirkt hier. Also so schaut es auf jeden Fall schon mal mega aus, ne? Schon cool. Also so ein Piratennest haben wir jetzt schon gebaut. Fehlt jetzt eigentlich noch fast nur noch eins. Und zwar... Schiff. Müssen wir mal gucken. Das müssen wir jetzt wieder da suchen. Aus. Der Drachenausguck. Nein, nein, nein. Sowas machen wir hier nicht. Ja, sowas machen wir hier nicht. Das ist ein seriöser Park. Das kann doch nicht ernst bleiben. So, pass auf. Was allerdings auch noch da ist, und zwar, wir wollen hier hinten mehr Leute anlocken. Wir haben doch jetzt hier, pass auf. Wir haben doch jetzt hier Imbiss, haben wir hier. Beef haben wir. Märchendorf haben wir auch noch. Aber wir haben doch noch mehr. Getränkestand. What the hell? Alles klar. Coffee. Ja, genau. Hier gibt's Coffee. Das wollte ich nämlich, weil unseren Leuten hier dürstet es. Ich dachte, hat er gerade Mu gemacht? Ah, der macht Coffee und der macht Milkshakes. Ah, voll cool. Das passt mir. Piratenachterbahn. Das ist nice. Finde ich auch. So, hier hinten ist unsere Attraktion laufen. Also wenn ich jetzt hier mal... Nehmen wir uns mal dieses kleine Gör, ja? Und sagen mal, so gehen wir mal durch den Park durch. Schau, da sind die Piraten. Boah, guck mal, Piraten. Laurent, wir haben momentan nichts anderes gemacht, als hier ein bisschen rumzubasteln. Ja, das heißt, ein Piratennest aufgebaut. So ein bisschen, ein kleines bisschen. Ja? So, und jetzt laufen wir hier in der Ego-Perspektive. Fliegen wir hier quasi Richtung Kaffeestand. Nämlich, das kleine Kind hat zu Mutti gesagt, wir brauchen jetzt erstmal ein Schlückchen Kaffee. Ach nee, guck mal, da ist eine Kuh, da gehen wir da hin. Guck mal, das arme Kind, das sieht ja gar nichts. Ich möchte gern was sehen. Du stehst jetzt da. Wie? Sprich doch kein Mensch so. Guck mal, das ist Boyband. Okay. Also, wir müssen jetzt aufs Klöchen. Ja, das ist so ein Problemchen, dann haben wir noch. Oh, Forschung. Yay. Ladenmarke. Jetzt können wir hier noch einen Burgerladen hinterherstellen. Läden. Pass auf, weil unsere Leute haben immer mal wieder ein bisschen Hunger. Jetzt gucken wir mal. Sci-Fi, Western. Piratendesign. Oh, das passt ja mega her. Oh, unendliche Möglichkeiten. Oh, wie cool. Da sind auch Toilets. Jetzt muss ich mal gerade ganz kurz gucken, wie das aussieht. Das ist auf jeden Fall mega hier. Das würde ja voll geil reinpassen. Gerade ganz kurz schauen. Mit dem Schiff auch hier ist total super. Ah, super klasse. 1A. So, jetzt pass auf. Wege. Oh, das müssen wir hoch machen. Oh, warte. Epischer Holzweg.
Holzweg? Ach so, das geht hier wieder nicht. Das können wir so hochbauen. Ich habe eine Idee. Boah, ich habe eine Idee. Warte mal, wenn wir das eh hochbauen müssen, dann lass uns mal ganz kurz hier was gucken.